In seinem Zug ist er der erste Mann, Oberleutnant Holst, ein Soldat in Grenzeruniform. Er trägt die volle Verantwortung für einen Abschnitt an unserer 1400 Kilometer langen Staatsgrenze zur imperialistischen BRD. Knosse, Sie sind schwerpunktmäßig eingesetzt. Grenzknick, Türkenkuschel. Bei der Erfüllung des militärischen Auftrages erfordert die Führung des Kampfkollektivs in jeder Situation höchste Zuverlässigkeit. Soldatenmüller, ruhig atmen. Die Wand kommt unsere folgende Probleme an. Einen festen Griff und das feste Randrücken des rechten Beines an die Eskaladierwand. Ich demonstriere. In der heutigen Gesprächsrunde wollen wir uns mal über ein Problem unterhalten. Als Grenzoffizier einer Einheit sichert Oberleutnant Holst politisch verantwortungsbewusst und durch taktisch kluge Truppenführung, dass die Unantastbarkeit unserer Staatsgrenze jederzeit gewahrt ist. Der Grenzoffizier ist ein militärischer Hochschulberuf. Wie du Offizier der Grenztruppen werden kannst, erfährst du in deiner Schule oder beim zuständigen Wehrkreiskommando.